Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es mal ein anderes Video aus einer anderen Location. Das Wetter ist so schön und dann dachte ich, gehe ich mal raus. Hier ist so eine schöne Pferdekoppel, hier ist so ein toller Hofladen. Da wollte ich jetzt gleich mal ein bisschen Spargel kaufen, den ersten Spargel. Und ja, ich dachte mir heute, die ersten Sonnenstrahlen kommen und es hat ja was mit Leben zu tun. Und darum dachte ich mir, ich mache ein Video zum Thema... Was hat sich alles nach der Geburt verändert? Ja, ihr Süßen, als allererstes, was hat sich verändert? Ganz klar, man ist sogar noch sensibler als vorher. Ich war eh schon immer ein sehr temperamentvoller und recht energischer Mensch, bin ich. Und ja, wenn mich etwas aufregt, dann brülle ich auch gerne einfach mal rum. Und jetzt, wenn es um Noah geht, da werde ich echt zur Bestie, ne? Also, da bin ich echt die absolute Oberlöwenmutter. Lassen nichts an den Kleinen rankommen, ist ja auch ganz klar. Aber der Kampfgeist ist noch größer. Also, ich dachte, es geht nicht mehr, aber es geht mehr. Also, es ist auf jeden Fall so eine Sache, dass man auf jeden Fall noch mehr, also man tut wirklich, man ist echt in der Lage, alles für sein Kind zu tun. Als er noch ein ganz kleines Säugling war, boah, ich bin ausgerastet, wenn irgendwelche Leute an der Kasse in den Wagen geguckt haben, oh Baby, oh, und dann anfangen wollten, dann habe ich auf die Finger geklopft. Also ich merke an mir auch mental, ich kann zum Beispiel gar keine Filme mehr sehen, wo Kinder entführt werden oder wo es irgendwo in Kindesmisshandlung geht. Früher konnte ich sowas gucken, natürlich ging mir das auch mal sehr nah, aber momentan, also heute geht sowas gar nicht mehr, schalte ich direkt weg. Wenn ich das schon lese in der Inhaltsangabe, tschüss, weg. Ja, also auch Freundschaften verändern sich. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so der Fall ist. Aber man ist natürlich noch enger mit denen zusammen, die Kinder haben, als die Kinderlosen. Obwohl das ist eigentlich ganz, also ganz minimal bei mir, weil man einfach einen anderen Rhythmus hat. Ne? Ist ja klar, die keine Kinder haben, die arbeiten, haben ihre Vollzeitjobs und so weiter und haben eine andere Taktung, anderes Wochenende als unser eins. Wir stehen extrem früh auf und gehen auch abends früher ins Bett, ist ja klar. Also so ein Noah, der ist ja gerne mal um 5, 5.30 Uhr wach. Wenn ich abends eine Verabredung habe um 19 Uhr, bin ich schon müde. Ne? War früher alles kein Thema, aber heute ist dann so 21 Uhr echt bei mir Couch-Modus und dann habe ich die Bude auch fertig aufgeräumt und ja, habe schon so Dinge vorbereitet für den nächsten Tag. Ja, und dann ist das natürlich dann nicht so easy peasy mal abends irgendwie treffen und essen gehen und so weiter, obwohl ich mache das sehr gerne. Ich meine, ich mache das echt sehr, sehr wenig. Ich treffe mich sehr selten mit Freundinnen, aber wenn, dann ist das echt eine absolute Quality Time und das genieße ich dann auch total. Am Anfang konnte ich das überhaupt nicht. Ich konnte mich gar nicht von meinem Baby lösen, ist aber auch ganz klar, ist ja auch gut so. Das war ja auch sehr komisch. Aber wenn ich jetzt mal eine Verabredung habe und ich muss dazu sagen, ich komme auf eine Verabredung maximal irgendwie einmal im Monat. Einmal im Monat, wenn es hochkommt, habe ich eine Verabredung. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich bin auch einfach sehr häuslich und ich bin auch gerne zu Hause und ich bin auch gerne mit meiner Familie, mit meinen Jungs, also meinem Mann, meinem Sohn zusammen. Und ja, die Tage sind halt anstrengend und getaktet und man ist auch froh, wenn man einfach mal im Bett liegt. Es hat sich auch verändert, dass man schneller erschöpfter ist, ganz klar. Man rennt ja auch den ganzen Tag durch die Gegend. Es hat sich verändert, dass ich noch mehr auf meine Ernährung achte als vorher. Also ich war vorher schon ein Freak, jetzt bin ich erst recht Freak. Ich hoffe, ich gehe den anderen damit nicht auf den Geist. Und jetzt achte ich noch mal mehr drauf, weil ich will immer gesund sein für mein Kind. Es stresst mich total, wenn ich krank bin, weil ich dann auch krank bin meinem Kind gegenüber. Also, dass ich nicht so fit bin. Und halt dementsprechend schneller erschöpfter bin. Am Anfang hat sich verändert, dass ich, als ich angefangen wieder bin zu laufen, dass ich das Gefühl hatte, in meinem Bauch ist alles noch so ein bisschen locker. Ich habe zwar immer die ganze Zeit Sport gemacht, ihr wisst das ja auch, bis zum Ende der Schwangerschaft und bin auch danach angefangen wieder mit Rückbildung und so weiter. Und ich bin nach fünf Monate nach der Geburt konnte ich das erstmal wieder 10 Kilometer am Stück laufen gehen. Das hat vorher nicht geklappt. Also ich bin das ja auch echt langsam angegangen, aber ich brauchte komplette 5 Monate nach der Geburt, um wieder meine kompletten 10 Kilometer am Stück laufen zu gehen. Und ja, und dass sich das alles auch festigt. Da habe ich auch gemerkt, auch trotz, dass ich Sport gemacht habe, der Beckenboden ist nach der Geburt wirklich
ein bisschen locker, in Anführungszeichen, und da muss man wirklich was tun. Und da habe ich, angefangen, sehr viel Beckenbodengymnastik zu absolvieren und habe gemerkt, dass alles, das reichte mir nicht, was ich so gesehen habe im Internet. Und so bin ich halt angefangen, mein eigenes Programm zu entwickeln. Das ist auch mein erster Merch, auch wenn ich noch so wenig Abonnenten habe, aber das ist mein allererster Merch und das ist online und ich werde euch das jetzt mal hier in die Ecke einblenden. Das ist mein eigenes Beckenbodenprogramm für 8 Wochen. Und ihr könnt das praktisch jeden Tag machen, weil jedes Workout geht ca. 10 Minuten. Also es ist immer durchführbar und ganz ruhig und sanft. Ja, das hat mir sehr geholfen. Also eigentlich aus der eigenen Not heraus habe ich mein eigenes Ding entwickelt und bin da auch sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Das hat sich auch verändert, also dass ich gemerkt habe, dass der Beckenboden noch nicht so ganz stabil war. Und ich brauche ja einen starken Beckenboden, um auch laufen zu gehen und auch überhaupt für später mal, weil ich möchte ja später mal nicht inkontinent sein. Es hat sich aber auch verändert, dass ich mehr Lust auf Süßes habe. Ich habe früher nie Bock auf was Süßes gehabt. Heute esse ich ganz gerne mal was Süßes. Also der Geschmack hat sich ein bisschen verändert. Interessant, oder? Ja, aber das mache ich auch alles ganz mit Bedacht und der Ausgleich ist ja auch da, wenn ich meinen Kuchen esse. Ich mache ja meinen Sport. Und was wollte ich sagen? Ich habe von vielen die Frage bekommen, auch aus dem Bekanntenkreis, und passen dir noch deine Schuhe? Ich denke so, ja, wieso? Ich habe festgestellt, das ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber bei manchen anderen Frauen nach der Geburt haben sich die Füße verändert. Das höre ich immer wieder, dass die Füße größer sind oder etwas breiter sind. Einfach dadurch, dass man in der Schwangerschaft in relativ kurzer Zeit relativ viel Gewicht zunimmt und sogar 10 Kilo sind dann ja auch auf der Kürze der Zeit auch wirklich viel, so innerhalb eines Jahres, und dass dann sich die Füße verändert haben. Also bei mir ist das Gott sei Dank nicht der Fall. Meine Pumps und alle meine Schuhe passen mir noch. Verändert hat sich bei mir aber auch meine Haare. Ich hatte während der Schwangerschaft echt super geile Haare. Die waren noch dicker und toll und blau. Und nach der Schwangerschaft, wirklich unmittelbar nach der Schwangerschaft, so nach dem Wochenbett, da fing das an, dass ich plötzlich Haarausfall bekommen habe. Da habe ich so drunter gelitten, Leute. Ich habe angefangen, Biotin zu nehmen, habe angefangen, irgendwelche anderen Sachen zu nehmen, Kieselerde und so. Es hat aber alles irgendwie nichts gebracht. Es ist einfach eine rein hormonell gesteuerte Angelegenheit und das regelt sich von selber. Also alle da draußen, wenn ihr nach der Schwangerschaft irgendwie merkt, ihr verliert ein bisschen Haare, es ist schockierend. Ich kenne mir die Haare, der ganze Boden war schwarz, die Bürste war voll. Vor allem, ich habe auch lange Haare und das sah dann noch mal schrecklicher aus. Und es regelt sich aber von selber. Das dauert irgendwie noch mal so 3 Monate und dann wächst das. Hatte ich hier vorne zum Beispiel, überall kamen dann so kleine Härchen. Oh, aber da habe ich echt drunter gelitten. Die Nägel waren auf einmal schlecht nach der Geburt. Das weiß ich auch, extrem schlecht. Oh, da kommt ein Trecker. Ich bin auf dem Bauernhof. Was ich aber auch gemerkt habe nach der Geburt war, kaum ist man Mutter geworden, ist man praktisch so in den Club der Erwachsenen eingetreten. Nicht, dass ich vorher nicht erwachsen war, ich war immer schon ein sehr erwachsener Mensch. Vielleicht immer schon ein bisschen zu ernst, auch wenn ich mal so viel rumwitzel, rumblöde, aber ich bin an sich ein recht ernster Mensch. Manchmal auch mit einem Hang zu Melancholie. Man mögt die vielleicht nicht glauben bei meinen Rumgeblödel manchmal, aber ich werde seitdem, seit ich Mama bin, einfach häufiger gesiezt. Ganz komisch. Gerade so in Köln. Köln ist so eine Stadt. Ich liebe meine Stadt. Köln ist aber so ganz typisch für, hier duzt sich wirklich jeder. Es ist so drissial, wer du bist, was du für einen Stand hast, was du für einen Job hast, ob du Anzug trägst oder nicht. Es duzt sich hier irgendwie jeder. Es ist sowas von Latte. Und aber seit ich ein Baby habe, werde ich oft gesiezt. Wow! Finde ich eigentlich ein bisschen schade, so dieses Mommy Wars. Brauche ich eigentlich nicht. Kriege unter Müttern. Ständig wird man so abgecheckt. Was hat die an? Was trägt die? Boah, was ist die geschminkt? Oder hat die Zeit oder was? Hat die nichts zu tun? Geht die nicht arbeiten? Was hat die den ganzen Tag zu tun? Kaum bist du als Mutter top gestylt, wirst du dafür teilweise verurteilt, weil du top gestylt bist. Sorry Leute, ich bin aber nicht die Mama, die im Schlafanzug ihre Kinder in die Kita bringt. Mögen andere machen, wie sie wollen, aber ich gehe gerne geschminkt, gestylt, geduscht, einparfümiert und gut zurechtgemacht und auch mit Schmuck angelegt, ja. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwie so schlunzig durch die Gegend laufe.
ich bin immer sportlich unterwegs, aber trotzdem immer gestylt. Und das ist total wichtig. Sorry, ey. Ja, ganz klar, die Partnerschaft, ne? Die Beziehung zum Mann hat sich natürlich verändert. Man hat einfach weniger Zeit, das ist ganz klar. Also ich würde mal behaupten, dass die ersten 3 Jahre so ein bisschen auf Standby-Modus laufen. Es ist aber nicht schlimm. Aber es ist nun mal so, dass der Fokus einfach, der liegt auf unseren Sohn und da rumherum wird alles möglich gemacht. Es wird eigentlich alles um Noah herum gespannt. Ist ganz klar. Das werden wir auch jetzt alle draußen bestätigen. Es ist, kann ich mir nie vorstellen bei anderen, dass Eltern ihr Ding da komplett durchziehen. Also das geht gar nicht. Also seit der Noah in der Kita ist, komme ich auch wieder mehr zu meinen Dingen. Ihr merkt ja auch, es kommen regelmäßig wieder Videos. Ich bin mehr getaktet und so weiter. Es ist wieder mehr strukturiert alles. Ist ja logisch, ne? Ich kann wieder richtig arbeiten. Aber vorher, als er nur noch zu Hause war, klar, man hat seinen Rhythmus, aber es ist alles natürlich, es ist alles auf das kleine Kind einfach ausgerichtet. Auch die Wochenenden, die Freizeit, die Ausflüge, ganz klar. Man geht ins Schwimmbad, man geht auf den Ponyhof, man geht ins Streichelzoo, man geht von einem Spielplatz zum nächsten und man trifft sich auch mit anderen, die auch Kinder haben. Also ich finde das immer ganz toll, wenn ich mich mit Freunden treffe, die auch Kinder haben, weil es einfach auch für uns Eltern entspannter ist. Ich habe auch gemerkt, das hat sich nämlich auch verändert, geht man irgendwo zu Besuch zu Leuten, die keine Kinder haben, bin ich, das habe ich gemerkt, immer ein bisschen angespannt, weil ich schiel darüber zu den Steckdosen, die sind natürlich nicht abgesichert, warum auch. Ich habe jede Vase, jedes Dekoteil, jede chinesische Vase irgendwie im Blick und denke so, oh mein Gott, hoffentlich bleibt das Ding heute heile. Manchmal sage ich auch, boah, könntet ihr das und das irgendwie wegstellen? Aber ne, also das verändert sich auch, dass man einfach auch lieber irgendwo hingeht, wo auch Eltern sind, die Kinder haben, weil die Bude einfach kindersicher gemacht ist. Ist logisch. Dann bleibt die Bude auch heil. Was sich auch verändert hat, sind auch Gespräche mit Freunden, wenn man unterwegs ist mit Kind. Weil man auch ständig sich unterbricht. Man ist ja, der Fokus ist immer auf das Kind. Man unterhält sich nicht mehr, dass man sich anguckt, sondern man spricht so parallel. Aber das Schöne ist, man versteht sich immer solidarisch, ne? Dass das alles easy ist, weil man guckt ja immer auf die Kinder. Es ist nicht mehr dieses Gechillte in einer Hängematte sitzen im Beachclub und dann einen leckeren Ipanema schnürfen oder sowas, sondern das ist dann einfach immer mit Blick auf die Kinder und plötzlich kann das einfach mal sein, das passiert mir ganz oft, renne ich dann los und lasse das Gespräch einfach so stehen, weil der Kleine sonst von irgendwo runterfällt oder sowas. Ist ja ganz klar, Eltern, die das jetzt hören, die kennen das. Die Garderobe hat sich auch verändert. Ich war ja eh schon immer ein sehr sportlicher Typ, aber jetzt trage ich auch total gerne einfach irgendwelche Jogjeans oder irgendwelche easy coolen Jogger so am Tag oder... Klar, ich habe eh schon immer Laufschuhe getragen, auch in der Freizeit. Ich trage aber auch gerne Pumps, wenn ich abends weggehe. Aber ich bin einfach auf total praktisch immer eingestellt. Und ist ja klar, ich muss einfach viel rennen, toben, springen, machen, tun. Ich denke, ihr wisst, was ich jetzt so im Groben und Ganzen meine. Vor allem emotional ist es einfach so, dass man ja durch die Bereicherung der Kinder einfach noch mehr Tiefe verspürt und noch mehr Verantwortung und noch mehr für sein Leben Dinge erschaffen möchte. Es geht nicht mehr darum, dass man irgendwie nur noch schöne Urlaubsorte besucht oder irgendwo lecker essen geht, sondern man will etwas hinterlassen, man möchte etwas schaffen für sein Kind, man möchte finanziell abgesichert sein, man tut und macht alles dafür, man legt schon ein Konto an, man überlegt, was können wir tun, wohin führt mal der Weg meines Kindes, wo wird er mal studieren, dafür müssen wir ein bisschen Geld sparen. Ja, man möchte einfach etwas Sinnvolles hinterlassen und... ich denke auch, das liegt auch in unserer Natur, dass wir etwas hinterlassen wollen. Ne? Etwas mit Liebe, etwas, worauf wir selber mit Stolz zurückblicken können. Ja, ich denke schon, dass das so im Groben und Ganzen jetzt spontan, weil zusammengefasst alles ist. So, ich werde jetzt mal reingehen in den Hofladen und mir mal was Leckeres zu essen holen. Spargel. Okay, ihr Süßen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hier, ne? Schnell nachholen. Ich würde mich freuen. Danke. Tschüss.